Hallo liebe Leser, ich bin's, der Jan Lock, und heute versuche ich gezielt bei Tageslicht Aale zu fangen. Die Montage, die gleich zum Einsatz kommt, ist ganz einfach. Ich habe hier eine 2 Gramm tragende Feststellpose auf der 35er Hauptschnur montiert. Darunter kommt das Blei im Anschluss der Wirbel, in den ich ein 30 cm langes Vorfach eingeklinkt habe. Ich habe bewusst jetzt ein kurzes Vorfach genommen, ganz einfach aus dem Grund, wenn ein Aal zu tief geschluckt hat, kann ich ganz schnell ein neues Vorfach montieren und die Montage ist sofort wieder einsatzbereit, ohne dass ich sie neu mit Blei präparieren muss. Ich verwende jetzt am Tag einen 8er Aalhaken, weil ich die Aale direkt vor der Tür abholen will. Das heißt, ich angle ganz nah an den Hindernissen und da muss es gewährleistet sein, dass der Aal den Köder recht schnell bewältigen kann, damit ich einen zügigen Anhieb setzen kann und den Aal sofort vom Hindernis fernhalten kann. Würde ich einen großen Haken mit einem großen Köder verwenden, ist die Gefahr ziemlich groß, dass der Aal an dem Haken bzw. an dem Köder knabbert, mit ihm in die Äste schwimmt und sich dann da nach dem Anschlag festsetzt. Das wollen wir nicht. Also, kleiner Haken, kleiner Köder, Anschlag und Aal aus dem Wasser. Dann stellt sich ein Problem, weil die meisten Aalhaken, die man so in Größe 8 bekommt, auf 20er bzw. 25er Vorfächer gebunden sind. Aus dem Grund binde ich mir die Vorfächer selber an gutes 30er Vorfachmaterial. Damit habe ich bisher keine Probleme gehabt und jeden Aal aus dem Wasser gekriegt. Letzte Nacht hat es bei uns hier richtig geregnet. Man sieht, der Bach schiebt noch trübes Wasser in den Fluss und genau die Kante, wo das Bachwasser zum Flusswasser kommt, halte ich für sehr aussichtsreich. Nur leider ist es jetzt immer sonniger geworden und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch einen Aal fangen, vielleicht ein Rotauge oder ein Döbel. Und deswegen suche ich mir jetzt mal eine neue Stelle, wo es schattig ist und Äste im Wasser hängen, vielleicht eine Steinpackung, unterspültes Ufer, wo ich versuche jetzt mal den Aal zu Hause abzuholen. Ich bin jetzt hier an einer Außenkurve vom Fluss. Da ist es tief, es gibt Rückströmungen, ein Weidenbusch hängt ins Wasser, Deckung ist gegeben für die Aale und da werde ich es jetzt mal probieren. Als Köder benutze ich den klassischen Tauwurm oder, Geheimtipp, oftmals unterschätzt, kleine Leberstücke, mit denen ich auch, also in winzig kleinen Würfeln, anfütter, die meiner Meinung nach ein ziemlich unwiderstehliches Aroma für die Aale hinterlassen. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Tada! Ich hätte es nicht gedacht. Vor allen Dingen, die Größe hätte ich nicht gedacht. Gerade hier am Busch. Der Köder war halbe Minute im Wasser. Ich hatte vorher ein paar Leberstückchen reingeworfen. Da beißt dieser Spitzkopfaal. Da geht noch was. Gebissen hat der auf eine Wurm-Lepra-Leber-Kombination. Jetzt bin ich mal gespannt, ob noch was beißt. Genau gut zum Räuchern.
gerade Nummer 2. Ein bisschen kleiner, aber immer noch ein schöner Spitzkopf. In einer akzeptablen Bratgröße. Ja, liebe Leser, der Versuch, einen Aal heute am Tag zu überlisten, hat geklappt. Es hat sogar doppelt geklappt. Ich habe 2 stattliche Aale, naja, 2 Aale der Mittelklasse erbeuten können. Unter Voraussetzung, wo ich freiwillig eigentlich nicht auf Aal gegangen wäre, weil heute scheint wirklich die Sonne ist rausgekommen. Und wäre es heute bewölkt gewesen, hätte ich gern gewusst, was dann passiert wäre. Hätte es wahrscheinlich nichts gegeben. Aber probieren Sie es einfach mal aus. Wenn das Wasser steigt, trübe ist, die Sonne sich hinter den Wolken versteckt, einfach mal mit der Pose oder mit der Grundrute ganz nah an den Hindernissen fischen. Das Tageslicht ermöglicht es uns ja, ziemlich nah dran zu angeln. Im Gegensatz in der Nacht ist das nicht möglich. Und da wirklich mal, dass Sie probieren, den Aal da zu Hause abzuholen. Und vielleicht klappt es auch bei Ihnen. Würde mich freuen. Tschüss. Hotte.